In diesem Video möchte ich die Lösung der Aufgabe zum Zeigerbit diskutieren. In der Aufgabe war eine Schaltung gegeben, die bestand zunächst erstmal aus einem Widerstand R3 und dieser Widerstand R3 hatte den Wert 10 Ohm. Und durch diesen Widerstand R3 floss ein Strom, den zeichne ich hier gleich mal in blau ein, und dieser Strom IR3 als Zeiger, als ruhender Zeiger, hat einen Wert von 1 Ampere und einen Phasenwinkel von 0 Grad. So, und davon sollte jetzt ein Zeigerbild gezeichnet werden. Für dieses Zeigerbild braucht man natürlich erstmal eine gaussische Zahlenebene. Ich zeichne mal hier die imaginäre Achse, die senkrechte Achse und dazu eine waagerechte Achse, die reelle Achse. Das ist die imaginäre Achse. Hier kommen die Imaginärteile der Ströme und die Imaginärteile der Spannung ran. Und an die Achse kommen eben die Realteile der Ströme und die Realteile der Spannung, der Spannungszeiger. So, und dann waren auch Maßstäbe gegeben, und zwar ein Maßstab für den Strom. Und der Maßstab für den Strom sollte sein 4 cm pro Ampere. So, das heißt, wenn wir hier 1 Ampere haben, dann sollte dieser Stromzeiger 4 cm lang sein, 4 cm in diese Richtung zeigen und eben einen Phasenwinkel von 0 Grad haben. Das ist dann der Stromzeiger IR3. So, und dieser Strom fließt jetzt natürlich durch diesen Widerstand und macht über diesen Widerstand einen Spannungsabfall UR3. Und wenn 1 Ampere durch 10 Ohm fließen, dann gibt es eben über diesen Widerstand eine Spannung von 10 Volt. Und für die Spannung war auch ein Maßstab gegeben. Und zwar waren das 0,2 cm pro Volt. Also 10 Volt über diesen Widerstand, 0,2 cm pro Volt, macht, dass dieser Zeiger dann eben 2 cm lang ist. Das hier ist der Spannungszeiger, das ist UR3 als ruhender Zeiger. So, dann ging die Schaltung noch so ein bisschen weiter und in Reihe zu diesem Widerstand gab es eine Induktivität L2, und von dieser Induktivität L2 war gegeben, dass das Omega L2 genauso groß sein sollte wie der Widerstand, nämlich auch 10 Ohm. So, und da das eine Reinschaltung ist, fließt durch diese Induktivität natürlich der gleiche Strom. Jetzt gibt es über der Induktivität auch einen Spannungsabfall, den nenne ich UL2. Und UL2 ergibt sich jetzt eben aus J Omega L2 mal diesen gleichen Strom, und dementsprechend muss diese Spannung an der Induktivität jetzt 90 Grad nach oben zeigen im Zeigerbild. Und da der Blindwiderstand der Induktivität genauso groß ist wie der von dem Widerstand, ist dieser Zeiger genauso lang, zeigt aber eben hier um 90 Grad nach oben. Das ist UL2 als Zeiger. So, und dann ging dieses Zeigerbild noch so ein bisschen weiter. Da war nochmal ein Widerstand, jetzt sozusagen parallel zu dieser Reihenschaltung. Dieser Widerstand hieß R2. Und über diesem Widerstand gibt es jetzt auch eine Spannung, UR2 als Zeiger, die sich natürlich aus der Summe, aus der Reihenschaltung dieser beiden Spannungen erzeugt oder ergibt. Und diese Reihenschaltung, diese Addition, diese Summe kann man jetzt natürlich rein grafisch als Addition dieser Zeiger hier in diesem Zeigerbild realisieren. Deswegen habe ich auch den Zeiger UL2 mit seinem Anfang hier schon an das Ende von dem Zeiger UR3 eingezeichnet, so dass man die hier prima grafisch addieren kann. Und dann ist das UR2 die Spannung an den Widerstand R2. Und dieser Widerstand R2 hatte auch den Wert 10 Ohm. So dass man jetzt natürlich im nächsten Schritt recht einfach auch den Strom ausrechnen kann. IR2, der hier durch diesen Widerstand fließt,
Also jetzt bräuchten wir diese Spannung und eben diesen Widerstand, um den Strom zu bestimmen. Jetzt kann man hier so ein bisschen tricksen und sich überlegen, naja, mit den Maßstäben, der Widerstand R3, für den wir das schon mal gezeichnet haben, da war halt der Spannungszeiger genau halb so lang wie der Stromzeiger oder der Stromzeiger war genau doppelt so lang wie der Spannungszeiger. In dem Sinne ist es jetzt relativ einfach, hier auch den Stromzeiger einzuzeichnen. Er muss jetzt einfach doppelt so lang sein wie das und natürlich in die gleiche Richtung zeigen, weil an dem Widerstand sind Strom- und Spannungszeiger parallel. Das ist dann also hier das IR2, der Stromzeiger an dem Widerstand R2. So, dann ging die Schaltung noch weiter und es gab eine Induktivität, die jetzt wieder in Reihe dazu war. Die hieß L1. Und die wird jetzt natürlich von einem Strom durchflossen. Den zeichne ich mal hier hin und nenne den mal IL1 als Zeiger. Dieser Strom IL1 setzt sich zusammen aus diesem gelben Strom IR2 und aus diesem blauen Strom IR1, entsprechend des Knotensatzes an diesem Knoten. Das heißt, wir müssen jetzt den gelben Zeiger und diesen blauen Zeiger, die müssen jetzt grafisch addiert werden. Deshalb zeichne ich mal diesen blauen Zeiger, der war ja 4 cm lang, nochmal hier dran. Dann kommt er genau hier hinten raus oder ich zeichne auch nochmal diesen gelben Zeiger von dem Strom IR2 hier dran. Dann kommt er da raus und dann sind diese beiden zusammen grafisch addiert. Diese Linie hier, der dicke grüne Zeiger, das ist der Strom IL1 als Zeiger, der durch diese Induktivität L1 fließt. So, und der Blindwiderstand von dieser Induktivität L1, das Omega L1, das waren auch 10 Ohm. So, dass wir jetzt natürlich auch die Spannung als Zeiger bestimmen können. Zeichne ich mal hier drüber den Spannungspfeil, das UL1, den Spannungsabfall über dieser Induktivität. So, und die Spannung an der Induktivität muss dem Strom um 90 Grad voreilen. Also wenn der Strom hier in diese Richtung zeigt, dann muss die Spannung hier in diesem 90-Grad-Winkel dann nach oben zeigen. Und weil dieser Widerstand oder die Impedanz oder der Blindwiderstand hier wieder 10 Ohm sind und das eben hier mit diesen Maßstäben von Strom und Spannung so sein muss, muss jetzt die Spannung über der Induktivität, also der Zeiger der Spannung, muss wieder halb so lang sein wie der Stromzeiger. Das ist jetzt hier so ein bisschen schwierig zu zeichnen, ohne einen tatsächlichen Winkelmesser. Na, aber es geht hier so 4 Kästchen zur Seite und 2 nach oben. Also muss es hier 4 nach oben und 2 zur Seite gehen, wenn das einen 90-Grad-Winkel ergeben soll. Deswegen ist das hier mit einem 90-Grad-Winkel, das ist die Spannung UL1 über der Induktivität L1. So, und dann ging die Schaltung aber noch weiter. Es gab einen letzten Widerstand. Der hieß R1. Und dann war die Schaltung tatsächlich zu Ende. Und über diesen Widerstand R1 gibt es jetzt natürlich wieder einen Spannungsabfall. Den nenne ich mal UR1 als Zeiger. Und der ergibt sich jetzt natürlich aus der Reinschaltung von UL1, dieser hellblauen Spannung, und aus dieser orangen Spannung hier. Das heißt, wir müssen jetzt die hellblaue Spannung und diese orange Spannung, das war diese hier, die müssen jetzt addiert werden. Deswegen zeichne ich nochmal den hellblauen Zeiger an die orange Spannung dran. Das war der hellblaue Zeiger, beziehungsweise die orange Spannung an den hellblauen Zeiger. Das ist die orange Spannung. Und die beiden zusammen, entsprechend des Maschensatzes, ergeben jetzt den Spannungsabfall über diesen Widerstand R1. Das ist UR1 als Zeiger. So, und dieser Widerstand R1, der hat jetzt einen anderen Wert, nämlich 30 Ohm. Und jetzt ist dann zum Schluss, und da gehen jetzt hier so ein bisschen die Farben aus, deswegen male ich den jetzt mal in Schwarz ein. Jetzt brauchen wir noch den Strom IR1 als Zeiger, der durch diesen Widerstand R1 fließt. Und jetzt muss man so ein bisschen schauen, dieser lilane Zeiger UR1, der ist 6 cm lang, wenn wir 0,2 cm
pro Volt haben, dann sind das insgesamt, also bis hier sind es 10 Volt, 20 Volt, 30 Volt, also sind das 30 Volt. 30 Volt an 30 Ohm macht, dass dieser Strom hier IR1 wieder 1 Ampere lang ist. 1 Ampere sind dann wieder 4 cm. Das heißt, und der Stromzeiger muss natürlich parallel zu der Spannung sein. 4 cm lang, das ist der Strom IR1. Und jetzt war als letztes noch gefragt, und dazu nehme ich wieder blau, der Gesamtstrom, der hier in dieser Schaltung fließt, die Gesamtspannung, die haben wir ja schon, die entspricht dieser Spannung UR1. Aber der Gesamtstrom, der ergibt sich jetzt nochmal aus einem Knotensatz, an diesem Knoten, aus der Summe von diesem schwarzen Strom IR1 und aus diesem grünen Strom IL1. Das heißt, der schwarze Strom und der grüne Strom, die müssen hier noch malliert werden. Deswegen male ich den schwarzen Stromzeiger nochmal hier mit dran, beziehungsweise male den grünen Stromzeiger nochmal hier mit dran. Und dann ergeben die beiden zusammen jetzt nochmal als dünne blaue Linie eingemalt, eingezeichnet. Die ergeben jetzt den Gesamtstromzeiger. Das ist I Gesamt als Zeiger. Und jetzt war eine letzte Aufgabe eben den Gesamtstrom und die Gesamtspannung nochmal hinzuschreiben als Zahlenwert. Und da ist es so, dass jetzt man sich natürlich einfacher tut, wenn man einfach ein Lineal nimmt und misst, wie lang das ist. Ich kann jetzt hier sehen, dass das sozusagen 8 cm in diese Richtung sind und 8 cm in diese Richtung. Das sind also dann an der Hypotenuse dieses Dreieckes Wurzel 2 mal 8 cm. Wenn man das hier mit diesem Maßstab umrechnet, kommt man darauf, dass das eben 2,8 Ampere ungefähr sind. 2,8 Ampere mit einem Phasenwinkel von 45 Grad, der hier nach oben zeigt. Und genau das gleiche kann man für die Gesamtspannung machen und kann sagen, die Gesamtspannung als Zeiger, die ja auch dieser Spannung UR1 entspricht, das sind die schon besprochenen 30 Volt, die hier mit einem Winkel von 90 Grad nach oben zeigen. Und damit war diese Aufgabe, wie man sieht, komplett ohne Rechnung, nur mit so einem ganz bisschen Kopfrechnen im Hintergrund, was die Länge dieser Zeiger angeht, gelöst. Die ganze Addition der Spannung entspricht der Maschensätze und die ganze Addition der Ströme entsprechend der Knotensätze. Das passiert hier natürlich alles grafisch in diesem Zeigerbild. Das war vielleicht auch so der typische Fehler, dass ganz viele Leute hier ganz wild was rumgerechnet haben bei der Aufgabe, anstatt das einfach mal zu zeichnen. Dann gab es vielleicht manchmal eine Zahlenrechnung und ein Zeigerbild, das passte aber nicht so richtig zusammen. Dann wurden diese Maßstäbe nicht beachtet. Dann hat man aus dem Zeigerbild einfach nicht erkannt, wie hier genau die Spannungen und Ströme addiert werden anhand dieser entsprechend dieser Knotensätze und dieser Maschensätze. Dann habe ich auch häufiger bei der Kontrolle mal gesehen, dass Strom- und Spannungszeiger an dem Widerstand zum Beispiel nicht parallel zueinander waren oder dass hier dieser 90-Grad-Winkel nicht eingehalten war, sondern die Spannung an der Induktivität einfach gerade um 90 Grad nach oben zeigte, so wie wenn der Strom durch die Induktivität einen Phasenwinkel von 0 hat, was er aber gar nicht hat. Der hat ja hier schon eine Phasenverschiebung und so weiter und so fort.